So, meine Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, wir befinden uns auf dem, ich sage jetzt aber, das Schiff aus Herr der Ringe. Wie heißt es? Wie gesagt, weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, wie das Schiff heißt. Gut. Auf jeden Fall bauen wir da Dinge zusammen. Es ist ein Geisterschiff und wir sind bei Tütchen Nummer 2. 2, ja. Den widmen wir uns jetzt. Packen wir erstmal wie immer alles krass aus. Da ist schon wieder so ein Hebel drin. Ja, das tolle Werkzeug. Na, na, na. Ah, da ist er. Oh, es gibt eine kurze Folge. Sagst du immer. Sagen wir immer, ja. Ich zoome euch direkt mal wieder näher ran, dann könnt ihr auch wieder alles verfolgen. Bis dann gleich. Oh, mit Ketter. So, so ist gut, ne? Ja. Soweit sind wir in der letzten Folge schon gekommen. So der Rumpf so ein bisschen und hier so ein komisches Ding, was man drehen kann, da wissen wir noch nicht, wofür das ist. Wird sich noch rausstellen. Wahrscheinlich Kanone. Schiffskanone. Meinst du? Ja, kann das. Wo kommt die eigentlich hin? Stellt man die hinterher irgendwie? Nee, die kommt draußen. Also die auf dem Wasser, die schwimmt so neben. Nein. Die greifen ja von Land an und deswegen. Ach so, das gehört nicht unbedingt zum Schiff. Nee, das gehört nicht unbedingt zum Schiff. Ich hab's gerade schon gedacht. Die schwimmt eigentlich hinterher. Aber im Film kommt das Katapult da nicht vor, wo die das Schiff übernehmen, halt die Geisterarmee. Aber haben sie eben beigetragen, das ist ja nicht schlimm. Nee, das kommt da gar nicht vor. Das sah gerade so aus. Ja. So, diese Leuchtdinger hier. Genau, zweimal. Ja, viermal sozusagen. Ja, auf jeder Seite halt, ne? Ja. Wo nicht? Weißt du Bescheid. So, das war's auch schon. Hast du das andere schon? Ja, das also habe ich ja schon. Im Schlaf. Genau. Nee, drei brauchen wir. Ja, man kriegt ja auch Übung, ne? Das ist einfach so. Bist du in der Zeit da? Also demnächst machen wir das hier mit verbundenen Augen. Das unterschreibe ich aber so nicht. Challenge. Verbundenen Augen. Nein, das ist ja nur Spaß. Die Anleitung dürfen wir uns vorher auf unsere Pupille lasern lassen, damit wir ungefähr wissen, was zu tun ist. Ja, die Challenge fand ich ja auch cool, weil da so ein richtiger Profi gegen so einen Anfänger diese Lego-Technik gebaut hat. Fand ich auch richtig klasse. Ja, ab wann ist man Profi? Wie stuft man das ein? Ach du gute Güte. Ja, du machst wieder linke Welt, ich mach rechts. Das ist ganz übersichtlicher. Nee, das ist irgendwie. Da sehe ich ja nicht. Also das ist aber weg. Ja, das sehe ich aber auch kaum. Ja, mal gucken hier so. Aber da musst du erst deine drauf, bevor ich meins drauf kann. Zack, siehste. Verdammt. Schon gibt's wieder Stress. Nee, ab wann ist man Lego-Profi, wenn man sowas in einer halben Stunde baut? Wahrscheinlich ist man dann noch keiner. Nee, wahrscheinlich noch nicht. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Lego-Profis tatsächlich kaum Anleitungen benötigen. Oder sie einfach nicht nutzen, auch wenn sie da wären. Das kann ich mir schon vorstellen. Andere Seite kommen ja auch noch. Okay. Ja, ich hab, sind so Haken dran. Ja, mach doch, was du willst. Aber da fehlt noch der Haken. Also den Haken, den hast du ja da. Den habe ich in der Hand. Auch komisch, dass hier so Löcher drin sind, ne? Ja, wahrscheinlich für Ruhe. Mach doch. Vorhin hast du dich noch beschwert, ich würde nichts tun. Weißt Entschuldigung. Dann gibt man sich mal Mühe. Entschuldigung. Und dann kommt er, ja, ich mach das mal eben. So, das Schwarze. So, jetzt hat er bestimmt was vergessen, oder? Warum? Ach nee, doch nicht. Das nee. So rüber. Haben wir nicht. Nee, das sah so aus. Zur Abwechslung mal nicht. Entschuldigung. Zur Abwechslung mal nicht. Wenn das Schiff nachher untergeht, haben wir es falsch gemacht. Genau, richtig. Muss man so sehen. Gott, wo kommt denn das? Oh Gott. Ich habe sogar extra jetzt so ein neues Regalbrett bei mir befestigt, dann kommt das drauf. Ah, echt?
Ja, mein Haus steht ja auch noch nicht da, wo es einst hin war. Ich habe ja, wo wir die Schrankwand aufgebaut haben, da ist ja auch noch ein Regal drin, ne? Und da wollte ich dann die ganzen Serienstaffeln mit drauf und dann das Haus daneben, das sieht bestimmt geil aus. Das sieht geil aus, ja. Aber dazu müssen noch ein paar DVDs her. Fertig mit deinem? Ich glaube, dass das richtig ist. Du hast ja nur zwei und einen. Genau. Nee, ich glaube, die stehen richtig, ne? Ja, sieht so aus. Sieht richtig aus. Wenn es nachher schief ist, ist verkehrt. So. Ich habe ja schon hier auch schon weiter vorbereitet. Ja, ja. So, was ist das? Da, also. Hier kommt der dran. Und dann kommen diese hier. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass wenn Lego so Spezialsets rausbringt, gerade zu so Filmen, die sind relativ kurz im Handel, kann das sein? Ja, doch, das stimmt schon. Außer jetzt hier die Star Wars-Dinger, die sind ewig schon im Handel. Ja gut, Star Wars ist ja auch noch nicht durch. Nee, das wird auch, glaube ich, nie durch sein. Jetzt kommen noch 7, 8 und 9. So Herr der Ringe und so ist auch schon schwer zu kriegen wieder, ne? Die ersten Sachen. Also die allerersten Sachen, ja, richtig. Das ist, wie gesagt, den DeLorean hatten wir angesprochen, der ist, glaube ich, auch nicht mehr im Handel. Das weiß ich jetzt gar nicht. Glaube nicht. Aber das war ja auch so ein exklusives Set, der DeLorean, deswegen war ja auch nur kurzzeitig. Bin ja mal gespannt, ob Big Bang Theory noch kommt. Das Wohnzimmer. Das wäre so geil. Da gab es ja mal so eine... ich weiß gar nicht, war das einfach nur eine Petition oder so eine Crowdfunding-Sache? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber das, also wenn Lego das sieht, mach mal Big Ben. Ja, genug Leute hatten sie ja dafür, ne? Das war ja alles soweit in Ordnung. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Das stimmt hier nicht. Dann mach es besser. Mach es besser. Weißt du, ich mach's nicht besser, ich mach's einfach mal richtig, Junge. Also, ich hab's falsch rum, oder? Er gehört nach außen, nicht nach innen. Ach so. Nutz doch das Teil, womit ich... Das schöne Werkzeug, genau. Wo ist denn... Da. Ich verstehe noch nicht, wie du da ein bisschen... Mach mal so und so. Da spricht der Profi. So sieht ein Profi aus. So sieht ein Profi aus. Hast du schon umgekehrt, ja? Hat er schon noch so ein Pferd. Ein Profi weiß, wie man dieses Teil hier benutzt. Nur ein Profi kann das. Nur ein Profi! Natürlich, natürlich. Da werden jetzt viele sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin ein Profi. Alle anderen würden es in die Hand nehmen und dran lutschen. So. Nur Profis. Nur Profis. Exklusiv. So, das habe ich auch. Jetzt sind wir schon hier. Ja. Vier von denen. Der Profi. Du bist auch Profi. Im nächsten Monat werde ich dann die letzten beiden Sets, die mir noch fehlen von Herr der Ringe, die es noch so gibt, auch bestellen. Ja, das sind noch so kleinere. Machen wir mal beide zusammen. Ja, machen wir beide zusammen, ja. Welche wären das? Damit die Leute schon mal wissen, worauf sie sich einstellen können. Der Rat von Elrond ist das. Hm. So heißt das halt. Ist so ein ganz kleines. Und das Schwarze Tor, da freue ich. Das wird cool. Müssen wir online gucken, wie das aussieht. Ich habe bei dem Schiff auch mal geguckt. Ach so. Ja, ja, natürlich. Ich wollte ja wissen, womit du um die Ecke kommst. Ja, wo ist dann... Helf mir mal, wo ist das? Ach so, ist der. Den da. Ach, da. Profi. Er sieht schmaler aus, ne? So schräg gezeigt. Deswegen, ne? Da spricht er durch. So. Und das kommt jetzt hier drauf. Weil da ist so eine Lücke, oder? Nö, ist alles abgeschlossen. Okay, sah nur so aus. Wir machen die erste Folge in 3D. Wow! Wow! Genau. Setzt eure 3 Wähle rein auf. So, da hör mal, der Helmer, die haben jetzt auch mal so, wow! Achso. Ja, 3D kann ich noch nicht, wird auch nicht kommen. Nee, also das... Kann YouTube, glaube ich, auch noch nicht. Also dieses heutige 3D. Es gibt zwar immer mal ein paar YouTuber, die machen mal irgendwas in der Richtung. So, jetzt kommt die Kette. Oh, krass. Das sieht interessant aus.
Nein, lass mal schauen. Das sind die Anker. Das war's fürs Schlafzimmer. Genau. Diese Folge wird Ü18. Jetzt. Ja. Lego Ü18. Nicht fürs Wasser geheim. Nicht zensiert. Ach, weißt du, YouTube ist da manchmal ganz schlimm drin. Die können das richtig, richtig flott, das zensieren. Echt? Ja. Kontrollieren die das? Ja, sicher. Okay. Natürlich kontrollieren die das. Steht ja sogar in den Richtlinien drin. Was ist denn der zweite Stab? Von wegen Anzüglichkeit, Pornografie und sowas. Ja, das stimmt. Das habe ich schon gelesen. Solltest du als YouTuber auch lesen. Wobei, ganz ehrlich, jeder gesunde Menschenverstand sagt dir, okay, nackte Sachen dürfen hier nicht gezeigt werden. Hast du schon die zweite Angst? Achso. Es fehlt mir nur der Zylinder noch, den haben wir hier. Achso. Ja, deswegen kann man das hier drehen, damit die... Das kommt da drauf? Das kommt da drauf. Klasse. Ja, wenn man die einziehen kann, die Anker. Ach so, das wickelt sich dann da so. Genau. Schon coole Sache. Lichtet die Anker. Ah ja, deswegen lastet das noch ein. Das leuchtet ein. Oh, dann kannst du die hier so rum. Mhm. So, wieder. Zack, passt. Au, jetzt kommt das Ding da drauf. Das finde ich cool. Und yes, komm. Das Stäbchen. Das Fischstäbchen. Oder Fischerstäbchen. Nein, ist doch viel zu groß. Ja, das. Oder du musst tiefer rein. Eins von beiden. Aha. Okay, war meine Schuld. Du musst tiefer rein. That's what she said. Genau. Richtig. Wir sind ja bei Ü18, ja? Das ist halt. Lego Porno Drehset. Mit so einer kleinen Action Cam. Oh, wie kommen wir auf Ideen? Ja, was denn? Nee, nee. Ich glaube, man muss manchmal Leute provozieren. Das geht gar nicht anders. Was? Hier so kommt das an, ne? Das kommt. Genau. So, und dann sind die Ketten auch da drin, wo sie reingehören. Die kommen ja so. Ja. So dazwischen. Ja. Okay. Und dann kommt das so, genau. Wenn das eigentlich noch abgedeckt ist. Ach so, ja, das. Na, damit man es nicht sieht, so, ne? Ja, wer will schon Anker sehen? Niemand! So, jetzt kommen die Flügel, genau. Kann das Schiff auch fliegen? Nein. Nein. Das ist einfach nur Zirne. Das ist Optik. Wir sprechen hier von Fantasy. Bis zur Unendlichkeit und viel weiter, Trademark. Genau. So, aber da kommen auch diese zwei schwarzen. Fahrt ihr noch wohin? Die sind hier. Oh, oder? Ach so. Ups. Was machst du denn? Wofür hast du denn zwei Hände? Ich baue wieder alles auseinander. Nein. Der Pornodreher hat ihn rausgebracht. Coole Idee. Coole Idee, ja. Anker. Vor allem, dass es eine Führung hat, dass es nicht so hin und her schwabbelt jetzt. Zweimal. Ja, aber ich mach. Ich mach einen, du machst einen. Nein, ich mach einen. Wo ist er denn da? Dun, 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 ich baue hier einfach mal nach. Toll! Und jetzt haben wir es aber auch. Das ist verflucht. Das ist verflucht, genau. Also wenn ich die Seite noch öfter abbringe, würde ich mal irgendwie einen Exorzisten anrufen. Genau, Geister. Die Geister sind schon da. Die Geister sind hier. Alles gut? Ja, ja, ich habe nur mal auf die Uhrzeit geguckt. Diesmal kommen wir wahrscheinlich mit der Karte aus, ne? Ja, schauen wir mal. Würde ich mal behaupten.
in seinen Dummlichen sagt, dann überhaupt das jetzt mal. Okay. So. 25 Jahren. So, die brauchen wir, die brauchen wir. Sind die dunkel? Ja, die sind dunkel. Und zwar kommt einer hier drauf und einer. Wo ist denn das hier? Hier fehlt aber die Hälfte. Hast du noch nicht gebaut. Ach, die zwei, ja genau. Mensch, 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 Mensch. Sehe ich gerade. War viermal, habe ich übersehen. Ja, ja. Mhm. Entschuldigung. Deswegen schwimmt das Schiff nicht, weißt du? Solche Sachen. Ich darf kleben. Ja. Ganz viel kleben. Der Meister klebt. Das ist Holz. Nur die Holzverzierungen, ne? Richtig. Wir sind ja so als Optik dann. Ja, klar. Ach, da kommt schon Tüte 3. Das ist ja. Unglaublich. Unglaublich. So, Nummer 1. Dann sind die Parts. Dann, ja, dann sind die Parts halt mal nicht eine Stunde lang wie üblich. Ja, aber jetzt hinten waren sie halt mal ein bisschen länger, mein Gott. Das ist richtig. Ist ja nicht schlimm. Wobei es ging, die waren genauso schlimm wie bei Herr der Ringe auch. Also bei dem Turm. Also ich fand das jetzt nicht schlimm. Nein, schlimm auf keinen Fall. YouTube erlaubt es uns ja. So. Muss er hier. Normalerweise hast du ja immer nur, was war, 10 Minuten, 15 Minuten? Ja, genau, richtig. Ja. Aber über dieses Level sind wir ja Gott sei Dank hinaus. Zum Kann Glück. Ich das jetzt irgendwie wild platzieren, dieses Ding hier? Irgendwie hier so hin? Offensichtlich, wa? Ja, das ist einfach wegen der Optik, ne? Dass da Holz, Buchholz liegt. So, und 3, 4 Adapter. Ja, das ist okay, ne? Das ist nicht viel. So, so also ein bisschen näher ran, wir haben ja die Zeit. Hey. Ja. So sieht es dann jetzt aus. Wir haben die schönen Anker, ja, die wir rein und rausdrehen können. Ja, ja gut, klar, beim Rausdrehen muss man ein bisschen helfen. Siehst du? Ich ja. Sage, es ist. Oh, wir sind viel zu hoch. Wir müssen wieder runter. So, habt ihr jetzt nicht gesehen. So, jetzt haben wir die Anker hier und die können wir. Reindrehen. Beim Rausdrehen, klar, muss man ein bisschen nachhelfen. Und vorsichtig sein. In gewissen Ecken schon. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, sehen uns bei Tütchen 4 wieder. Bis dahin!